Oh, da ist einer. Oh, da ist einer. Nicht den, den könnte ich mit dem Bogen treffen. Oh, der lag. Das war auch ein Bandit. Der damit gerechnet hat, dass er gleich stirbt. Wird doch auch irgendwo der Bär, ne? Alles wieder da, das Zeug. Das ist echt spannend. Als ob ich hier nie was. Erzählung? Ah, unter den Dings. Als ob ich hier nie was eingesammelt hätte. Jetzt nicht weiter. Hier kommen wir jetzt zu den Spinnen. Die auch da. Kann ich jetzt nicht sagen. Spinnen? Sind noch da? Nö. Aber dafür Schwanzbeutel. Okay. Jetzt hier oben. Eine Kohlenpfanne. Und Eier. Na, immerhin. Und ein Streitkolben, Eisenstreitkolben. Ist ja alles spannend hier. So nachfolgend betrachtet, wenn einem kein Drache im Genick sitzt. Kann man sich die Sachen mal angucken. Oh, hier geht's auch hoch. Hier ist nichts. Okay. Aber hier müsste ja bald der Bär sein. Kann das sein? Irgendwo hier. Da ist zumindest mal eine Spinne. Ha! Damit hast du nicht gerechnet. Nochmal. Ist mir egal. Stirb! Oh. Was war das? Bin ich tot, Oddi? Das war, ich hatte schon ein bisschen Angst. Uiuiui. Ui, ui. Ich bin mir kurz in Zeit nicht sicher, wer jetzt gestorben ist. Oh. Eieiei. Zeug umgefallen. Beutel. Und Wein. Wo ist denn meine Begleitung? Wo ist denn die hin? Irgendwo hatte ich doch hier auch jemanden, der mich, der bei mir war. Hallo? Da geht's nicht lang. Oh, jetzt wird's. Ah, hier ist schon der Ausgang.
Okay. Komisch. Hier sind wir jetzt aber. Ja, da unten wieder. Und da läuft man dann wieder dahin. Interessant. Hier unten in Rifton habe ich bereits zwei Quests. Einmal die töten und einmal einen Schatz hinbringen. Windhelm habe ich nix. Begib dich zur Akademie. Und töte Eisgeister. Da wollten wir auch nochmal hin. Und Angas Mühle war. Ne, die Galgenfelsen, der war besetzt. Festung. Ach, die Welt ist so groß. Heftig. Wir haben uns jetzt in dem kleinen Bereich hier alles abgespielt. Das ist schon arg. Das hier ist auch nochmal eine Höhle. Nördlicher Bruchbeinpass. Falkenring. Okay. Gehen wir erstmal nach Weißlauf zurück. Niemand weiß, wer die Himmelschmiede gebaut hat, wo die Waffen der Gefährten gefertigt werden. Ihre Entdeckung hat zum Bau von Yavaskr und der Gründung der Gefährten geführt. Ah. Die zum Wirken eines Zaubers erforderliche Magika sinkt mit steigender Fertigkeit und entsprechend gewählten Talenten. Okay. Viele verschiedene Bärenrassen durchstreifen die Wildnis Himmelsrands. Trotz ihres furchterregenden Aussehens greifen sie meist nur an, wenn sie provoziert werden. Auch wieder lange Speicherpause jetzt, ne? Personen, denen du geholfen hast, mögen dich. Einige werden dir sogar folgen und deine Befehle ausführen. Aha. Sämtliche aktiven magische Effekte, einschließlich Krankheiten und Rüstungsverzauberungen, werden im irgendwas angezeigt. Da bin ich mal stark drauf. Wer bist denn du? Ich habe nichts getan. Was bist du denn für Was? einer? Warum schaut er mich so an? Wenn es nach mir ginge, ja. Aber verdammt, ich bin so gut wie nüchtern. Hey, Das hört man doch auf der fast. ganzen Meere gibt es eine Flasche argonisches Bier. Das gute Zeug. Bringt sie mir. Die werden das nicht mal bemerken. Kommt schon. Na klar. Argonisches Bier. Jawohl. Das muss schon schmecken. Oh, verdammt. Geil. Mögen die Göttlichen euer gütiges Herz segnen. Jo, bitteschön. Geschenke aus Nächstenliebe hinzugefügt. Was hat er mir jetzt gegeben? Hat er mir was gegeben? Geschenk aus Nächstenliebe hinzugefügt. Was ist das? Ihr zwei, hey. Was benötigt ihr? Ich muss eine hungrige Tochter Ja, ernähren. nicht du. Also zählt für mich Was? Nur, dass ich meine Erzeugnisse Wir verkaufe. müssen irgendwann mal einen Vergesst nicht zusammenheben. täglich frisches Obst und Gemüse. Wir müssen irgendwann mal einen zusammenheben. Kommt um 2.15 Uhr nach Hause zurück. Kein Wunder, dass er es um 10 aufmacht, wenn er so spät ins Bett geht. Nein? Ja. Du bist mein Lieblingshändler kleine Number und große Waffen, One. Die besten Waffen und Rüstungen. Ja, weil meine Nase juckt. Einmal. Alles.
ist schön, mit euch Geschäfte zu machen. Jetzt haben wir noch 202. Aber wenn ich nach Hause gehe. Gut, euch an meiner Seite zu haben. Ich bist du feiner? In der Luft. Die Kälte wird meiner Ernte nicht gut tun. Das war der Bauer. Mit den 12 Kartoffeln. Mhm. Wisst ihr, was mit Himmelsrand heutzutage nicht stimmt? Alle sind vom Tod besessen. Beflaggte Meere. Oh, hier gibt's Bier. Was ich klauen soll. Sagt Bescheid, wenn ihr etwas braucht. Oder setzt euch ans Feuer. Und ich schicke euch, falls ihr Arbeit braucht. Was haltet ihr davon, ein bisschen Feuerholz zu hacken? Habt ihr Nein? Habt ihr Gerüchte gehört? Gerüchte gehört? Baum gesehen? Einen großen Baum, ganz verbrannt, mitten im Windbezirk. Er gehört zum Tempel von Kynaret. Die Leute wollen, dass Danica deswegen etwas tut, aber ich weiß nicht, was sie sich vorstellen. Mhm. Verarbeitet, wisst ihr was? Ein paar Männer des Jahres sind vorbeigekommen und haben diesen Beutebrief zurückgelassen. Beutebrief? Ah, tötet den Banditen und führt Redorans Zuflucht. Echt Zufall, da wollten wir eh hin. Lasst es mich wissen, falls ihr sonst noch etwas benötigt. Das argonische Bier. Doch dies Land ist unser und soll unser bleiben. Wir werden die Fremden mit Schwert. Ich brauche argonisches Bier. Diese Arbeit ja ganz gut, aber ich bin reif für den Ruhestand. Ich trage mich mit dem Gedanken, die Schenke an Isolde. Denkt ihr, ihr könntet Klinge an Klinge gegen mich antreten? Ihr würdet keine 6 Sekunden überleben. Habt ihr an, als wärt ihr grollig. Zu hitzköpfig, jammerten sie. Schwache, armselige Feiglinge, allesamt. Geblatt. Es war nicht meine Schuld. Ich habe ihnen immer und immer wieder gesagt, dass es ein Unfall war. Sie wollten, dass ich mich beweise. Also musste ich gegen einen jungen Burschen antreten, dem gerade erst die ersten Barthaare wuchsen. Hast ihn getötet. Dachten wohl, eine Frau wäre nicht stark genug, ihn zu verletzen. Ich wollte doch nicht, dass er stirbt. Warum sollte ich das wollen? Habe einfach die Kontrolle verloren. Ja. Die Hitze ist bei meiner Prüfung auch passiert. Das Feuer, das die schärfsten Klingen schmiedet. Ein altes Nordsprichwort. Ja. Außerdem lässt eine wahre Nord nie eine Möglichkeit aus, sich zu beweisen. Okay. Genug. Ist also eine Nord. Gegrillter Lauch. Zeit, denn Kämpfe sind bald schon Vergangenheit. Was ist ein argonisches Bier? Bist du? Wir holen uns wieder, was uns gehört. Hallo. Hallo. Ich hab schon gesagt, hallo. Oh, was für ein Riesending. Ja, argonisches Bier brauche ich. Kann ich etwas für euch tun? Glaube nicht, außer du hast argonisches Bier. Tür öffnen. Doch dies Land ist unser und soll unser bleiben. Wir werden die Fremden mit Schwertern vertreiben. Nö. Ich brauche argonisches Bier. Falls ihr Arbeit braucht, was haltet ihr davon, ein bisschen Feuerholz zu hacken? Hm, komisch. Braucht doch argonisches Bier? Stiehl das argonische Bier. Beflaggte Meere. Oder bin ich falsch?
Hä? Still das argonische Bier. Ja. Alles. Muss da wieder rein. Okay. Kommt herein. Wir haben warmes Essen, warme Getränke und warme Betten. Ja? Bin immer noch da. Na schön. Was denn? Oh, du bist im Befehlsmodus. Dein Begleiter befiehlt zu erteilen, bewege die Zielhilfe, bis ein Befehl erscheint und drücke dann E. Um einen Befehl zu erteilen, um den Befehlsmodus zu verlassen, drücke Escape. Was braucht ihr? Sonst noch etwas? Ich gebe euch Deckung, wie ihr wünscht, Tane. Jawohl! Wo ist der Topfkopf? Oben, rennt da rum. Seid ihr oft im Wolkenbezirk? Ihr sucht meinen Gatten Nasim? Da seht ihr am besten im Hinterteil. Hey. Mein liebster Saufkumpan. Ist es denn zu glauben? Argonisches Bier. Mein ergebensten Dank. Hier, nehmt diesen Heiltrank. Ich habe ihn im Tempel gefunden. Guter Tausch. Fällt mir. Aber sicher. Aktive Effekte. Geschenk aus Nächstenliebe. Ah, Redekunst. Aha. Okay. Vertraue auf Heimskirchen, denn ich bin der Erwählte des Thanos. Es ist wirklich eine Schande, nicht wahr? Die Gnade von Kynareth sei mit euch. Sollte ja irgendjemanden finden. Gibt's da die goldene Klaue? Ich muss die Klaue noch zu irgendwem bringen. Zu Lucan. Wer ist denn Lucan? Wer ist denn Lucan? Ah, da. Okay. Interessant. Perit ist der dätrische Prinz der Aufgabenordnung und Pestilenz. Er gilt als einer der Schwächsten unter den Prinzen. Der Prinz der Pestilenz gilt als schwach. Oh. Spannend. Handelskontor. Einer von uns muss etwas tun. Ich habe Nein gesagt. Keine Abenteuer, kein Drama, keine Diebesjagd. Na, was wollt ihr denn tun, hä? Sagt doch mal. Zu diesem Thema haben wir uns nichts mehr zu sagen. Oh, ein Kunde. Tut mir leid, dass ihr das mit anhören musstet. Ich stehe nur hier. Naja. Vielleicht könntet ihr meinen dickköpfigen Bruder zur Vernunft bringen. Ja, klar. Ich weiß nicht, was ihr gehört habt, aber das Flusswald-Handelskontor hat noch geöffnet. Ihr könnt gerne hier einkaufen. Cool. Das Flusswald-Handelskontor hat alles, was man sich von einem Gemischtwarenladen wünschen kann. Ist etwas passiert? Ja, es gab eine Art Einbruch. Aber wir haben immer ein reichliches Warenangebot. Die Einbrecher hatten nur eins im Sinn. Ein Ornament aus massivem Gold in Form einer Drachenklaue. Ah, der habe ich gefunden. Sie gefunden? Das ist sie.
Seltsam! Sieht kleiner aus, als ich dachte. Komisch, nicht? Ich werde sie zurücklegen, wo sie hingehört. Das vergesse ich euch nie. Ihr habt mir und meiner Schwester einen großen Dienst erwiesen. Ach, das war der Lucan Valentinos. Den 600 Gold. Es bedeutet uns so viel, dass die Klaue wieder dort ist, wo sie hingehört. Ich danke euch. Vielen Dank, dass ihr euch um diese Diebe gekümmert habt. Das Flusswald-Handelskontor ist wieder das, was es einmal war. Es ist ein schöner Tag, wenn ihr in der Nähe seid. Ihr und ich, wir sind hier die Einzigen, die nicht vollkommen verblödet sind. Lasst euch mal wieder sehen. Meine Schwester Camilla oder ich helfen... Verkauft ihr Zauber? Ein paar alte Zauberbücher herumliegen. Wenn ihr noch mehr wollt, müsst ihr in die Akademie von Winterfeste gehen. Und er verkauft Zauber. Cool. Bücher. Frostbiss. Zeigt den Weg zum gegenwärtigen Ziel. Das kann ich schon. Kann ich noch nicht. Aber leichter Schutz konnte ich schon. Ihr seid nicht von hier. Vielleicht sucht ihr Schmuckstücke, Krimskrams, solche. Okay, was hat noch zu verkaufen? Noch was Cooles? Stahlstreitkolben, ne? Eisenhelm. Steigert die Fertigkeit schwerer Rüstung um 12 Punkte. Also auch nicht schlecht. 993. Heftig. Wo sehe ich denn, ob ich das, dass ich das schon kann? Frostbiss und leichter Schutz. Also. Alle. Leichter Schutz kann ich. Frostblitz kann ich nicht. Das Flusswald-Handelskonto hat alles, was man sich von einem gewischbaren Laden wünschen kann. Ich bin aus der kaiserlichen Provinz hierher gekommen, um mit... Das mit dem Frostdingens kann ich noch nicht. Ich wollte aber eigentlich mit dir reden. Wir haben so ziemlich... Für manche ist es Ramsch. Für mich sind es Schätze. Ja. Ja, erhöht der Rüstungswert und absorbiert bis zu 40 Schadenspunkte. Genau. Hallo? Wird einfach hier weggeschoben. Bis zum nächsten Mal. Alles gut? Die Lage in Cyrodiil wurde immer schlimmer. Der... Die alle zulabern. Von allen Seiten... Und nicht mehr Diebstahl, wenn ich hier Sachen klaue. Ich könnte das Gold dann nehmen, das wäre kein Diebstahl. Den könnte ich auch mitnehmen, wäre auch kein Diebstahl. Danach kann ich es uns wieder verkaufen, oder was? Ist das echt kein Diebstahl? Okay. Gut. Ein Hund. Stump. Ihr seid neu hier, also schone ich euch noch. Aber verscherzt. Hey. Braucht etwas? Ich gebe ihn aus. Bier oder Met? Natürlich. Ja. Mensch, hallo? Oh. Ja, ja. Ja?
Die Frau hier lebt nicht mehr, nachdem ich sie am Anfang getötet habe. Schade und tragisch zugleich. Kann ich Holz hacken gehen oder was? Ups, da ist irgendwas eingesteckt. Das wollte ich nicht. Ah, Holzhacken. Okay. Das geht also doch. Das ist ja eine beruhigende Arbeit. Feuerholz hinzugefügt. Aha, harte Arbeit. Erfolg freigeschalten. Zack. Okay, das reicht erstmal. Feuerholz, 5 Kilo. Wert 5. Aha. So ein Fass kann Feuerholz gut gebrauchen. Genauso wie sowas. Noch. Bin hier irgendeinen Scheiß aufgenommen? Eimer. Genau, hier Eimer. Auch weg. So, dann gehen wir als nächstes hier hin. Die magischen Schutztalente machen defensive Zauber effektiver, wenn du normale Kleidung irgendwas...